Endlich wieder ein Lauf zur Autocross-Europameisterschaft in Seelo. Es ist der erste Lauf der Saison. Mehr als 120 Starter aus 13 Nationen sind am Start. Eine schlechte Nachricht zuerst: Der vielfache Europameister und Publikumsliebling Bernd Stubbe ist nicht am Start. Aber das Wetter ist top, die Zuschauer zahlreich und wir beginnen mit den Junior-Buggies. Es läuft der zweite Vorlauf und die schwere Strecke von Seelo fordert ihre ersten technischen Opfer. Es werden an diesem Tag noch öfter Teile fliegen. Tell us, how did it happen? I was driving in the corner and then there's a big hole and then my tire just flew off. Und Bo werden heute noch einige sagen. Am Samstag gab es das Zeittraining und den ersten Vorlauf. Es gibt in jeder Klasse 3 Vorläufe für jeden. Es sind mehr als 10 Starter in der Klasse, folgen noch die Halbfinale. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr spannendes Rennen, starke Konkurrenz und ja, ich hoffe, das Finale wird gut jetzt. Für Eileen war im Halbfinale leider Schluss. Das Finale, rechts im Bild Amos Florian, der Europameister, und in der Mitte Malone Foyard. In der ersten Kurve das übliche Nadelöhr, einige steigen auf, aber weiter geht's. Die erste Runde beendet Foyard als Führender. Die beiden fahren schnell einen großen Vorsprung heraus. Dahinter verabschiedet sich Martin Colomy von einer guten Position. Felix Forrer kann seinen Peters gerade noch abfangen. Der Sieg wird wohl nur unter Florian und Foyard ausgefahren. Die letzte Kurve vor dem Ziel, heute Schauplatz von Tragödien. Kann Foyard dem Druck des Europameisters standhalten? Nein, Florian drückt sich heftig in der letzten Kurve an Foyard vorbei und gewinnt. Foyard ist außer sich, aber das Ergebnis hat Bestand. Der amtierende Europameister gewinnt also den ersten Lauf. Nathan Otting und Jakub Safranek belegen dann die Plätze 2 und 3. Weiter geht es mit den Crosscars. Da wollen gleich 36 in den Endlauf kommen. Das sind allein 4 Startergruppen pro Vorlauf. Hier im zweiten Vorlauf vorne Mitte Valentin Comté. Der schaffte es als einziger, alle seine 3 Vorläufe zu gewinnen. Das gelang nicht einmal dem Europameister David Mayer. Der, wie 3 andere, gewann jeweils 2. Bei den Crosscars sind die Franzosen und die Spanier führend. Insgesamt 7 stehen im Finale. Comté im Halbfinale nur Zweiter, schnappt sich die erste Kurve vor Chinchilla und Mayer. Chinchilla holt sich dann die erste Runde. Mayer nur 4., aber er holt schnell auf und liegt schon auf Platz 3. Vasquez, letztes Jahr Academy-Sieger, schon raus. Die 3 vorne belauern sich, aber die Positionen bleiben erst einmal so. Mayer muss bis zur letzten Runde warten und geht dann auch noch an Chinchilla vorbei, der einen Aufhängungsschaden hat. Die Freude ist groß, das ist ja auch ein guter Start in die Titelverteidigung. Mayer vor Chinchilla und Comté lautet das Ergebnis. Die Mittagspause in Seelo war diesmal ruhiger. Die Fahrervorstellung hatte am Freitagabend stattgefunden. Ihn hat das Zeitliche gesegnet. Natürlich wurde die Strecke aufgeräumt und wir fanden daher Zeit, einen als Seeloer zu treffen. Das ist ja jetzt die 49. Veranstaltung. Bei wie vielen Veranstaltungen warst du eigentlich dabei? Bei allen. Bei allen? Bei allen. Ich habe, wollen wir mal sagen, 41 oder 42 Veranstaltungen Stadtrichter gemacht. Du hast quasi nur Funktionär immer gemacht, aber bist nicht gefahren? Nicht gefahren, nur Funktionär. Und war 30 Jahre im Sportclub verantwortlich für die Motortouristik. Ja. Und dann bei Veranstaltungen, wie gesagt, ja, immer so in der zweiten Reihe in der Organisation mitgeholfen, aber wie gesagt, nicht so in der Spitze, sondern dann so hintenrum, was alles noch schnell zu klären war. Ja, das ist ja nicht los, nicht wahr? Wenn man das so lange gemacht hat. Das sind aber Dinge,
die du immer brauchst, immer wieder brauchst. Ja, es läuft nichts von alleine. Ohne Sportwarte geht es nicht und sie werden immer mehr gebraucht. Der MC Silo rund um den Vorsitzenden Gordon Wühler und die vielen anderen Helfer präsentierten den Fahrern und Zuschauern eine rundherum gelungene Veranstaltung. Eigentlich ein Support Race, also ein außerhalb der EM stattfindendes Rennen, war für viele das Highlight. Wann kann man schon einen feuerspeienden Lamborghini auf der Crossstrecke sehen? Stefan Windschiegel mit seinem Lambo ist, wo immer er antritt, die Attraktion. Entweder wollen die Zuschauer ihn siegen sehen oder er wird von vermeintlichen Underdogs erniedrigt. Also für jeden etwas dabei. Allerdings, diesmal wurde ihm die Show gestohlen. Dieses mausgraue Etwas, ein alter Kadett GTE-Hobel, fräste beeindruckende Linien in die Seeloer Höhen. Bei dem Auto kommen quasi die Kindheitserinnerungen hoch. Wer steckt dahinter? Ich bin hier zum ersten Mal beim MC Silo gefahren, hatten eine weite Reise von Anreise von 900 Kilometern. Bis jetzt ist die Veranstaltung gut. Wir sind eigentlich hier mit einem unterlegenen Auto. Bis jetzt läuft es gut. Super Veranstaltung. Macht sehr, sehr viel Spaß. Strecke ist top und ich hoffe, für die Finale geht es weiter so. Und dann ist da noch Matthias Meyer auf dem mega fetten Skoda Fabia. Er fährt nur sehr selten im Jahr, dafür allerdings sehr beeindruckend. Er entschied alle seine Vorläufe und ein Halbfinale überzeugend für sich. Der vielleicht interessanteste Vorlauf des Tages, Lambo, Skoda und Kadett. Meyer wie immer vorne, dann der Lambo und am Heck klebt wie eine Briefmarke der Kadett von Markus Hilpert. Das riss die Zuschauer mit. Alte Gurke jagt Languste. Somit ist klar, wo die Sympathien des Publikums liegen. Und die beiden lieferten eine gute Show. Da ging Eddie Schulze im gelben Golf ungerechterweise fast unter. Immerhin gewann er zwei Vorläufe und ein Halbfinale. Endlauf, erste Reihe von links, Fürst, Meyer, Schulze. Aber alle guckten auf die zweite Reihe. Windschiegel riskierte im Lamborghini alles und verlor selbiges in der ersten Kurve. Einschlag in die Bande und raus. Meyer gleich wieder vorne, dahinter Schulze und dann hatte Hilpert bereits Andreas Fürst vernascht, der gemeinhin nicht als Schnecke gilt. Meyer in anderen Sphären vorne weg und Hilpert wieder als Briefmarke klebte jetzt am Heck von Schulze. Fürst im 90-Grad-Drift und Angriff auf Manuel Jäger. Es ging schief. Hilpert an Schulze vorbei, dessen Auto nicht mehr lief und der noch um Platz 3 bangen musste. Deutlicher Sieg für Matthias Meyer, alle seine 5 Läufe am Wochenende gewonnen, Respekt. Dann der neue Publikumsliebling von Seelo, Markus Hilpert, und Eddie Schulze konnte den 3. Platz behaupten. Nebenbei, im mausgrauen Kadett stecken 10 Jahre Entwicklung und modernste Technik. Große Freude bei den Erstplatzierten, da haben sich die 900 Kilometer Anreise doch gelohnt. Nun zu den Superbuggies und ihrem Europameister. So, welcome to the Zero. It's nice to be here after, I don't know, like 4 years. It's a nice track, there are a lot of people, so they were quite hyped for it as well as we were. Till now it was going very well for us. We won basically everything since time practices over the heats, and now in the third heat we had all the problems that we could. We have some problem with the engine, we have a problem with the servo. I lost tire in the first corner, so it was quite an interesting heat. So now we are making sure that we are on the time to make it to the semi-final, and we will see. I hope that we will be able to make it to the semi-final and to the final, and then hallelujah. So viele Hallelujas wird Petr Nikodym vielleicht nicht brauchen. Den ersten Vorlauf hatte er schon gewonnen und beim zweiten klappte es auch. Diese erste Reihe hat Feuer an sich. David Horak rechts, Petr Bartosz und Mike Bartelen. Alle benehmen sich und so wie sie gestartet sind, kommen sie ins Ziel. Zweiter Vorlaufsieg für Bartosz. Rechts neben Nikodym eine große Überraschung, Teun van Asten, fährt das erste Mal Superbuggy, zweimal Zweiter in den Vorläufen. Hallo?
Hier ist Nikodem nochmal vorne, aber Van Asten bleibt dran und schiebt sich dann respektlos am Europameister vorbei und gewinnt den dritten Vorlauf. Erstes Halbfinale. Bartosz, Van Asten und Bartelen vorne. Hinten drängt Kuipers Robert Theuel ab, der dann in die Böschung fährt. Und auch Hosek muss stehen bleiben. Dennis Kuipers wird später dafür von den Sportkommissaren ausgeschlossen. Van Asten fährt nach Bandenberührung ohne Lenkmöglichkeit voll in die Böschung. Rennabbruch. Sieht schlimm aus, ist aber nichts passiert. Nur Van Asten ist leider draußen. Starter Robby Fechner informiert alle Fahrer, wie es weitergeht. Ein alter Bekannter in Selo, Adrian Böhle, kann sich auch noch fürs Finale qualifizieren. Guten Tag, ich bin Adrian Böhle. Wir sind hier in Selo. Die Frans Alpine doen. Ja, die is super. Ganz schön, gemoedelijke Leute, schöne Rennen, viel Publiek. So, dat is super. Jetzt muss er nur noch einmal richtig Gas geben. Die Lücke beim Rehstart, die Van Asten lässt, könnte eine Chance auf dem Weg nach vorne sein. Aber da bekommt er von Robert Theuel eins auf die rechte Seite und bleibt fast stehen. Das war's. Vorne Bartosz, vor Vincent Mercier und Mike Bartelen. Mercier überholt Bartosz und der hat Glück bei seinem doppelten Bandenkick. Bartelen wird Dritter. Einer, der kaum weiß, wie er ins Semifinale gekommen ist. Michael Straub. Egal, jetzt gilt es. Vorne Nikodem, Horak und Jordak und dahinter kracht es schon. Die ersten sind draußen und so geht es munter weiter. Hier sind die nächsten weg. Michael Straub wird Vierter und steht im Finale und das sogar in der dritten Reihe. Märchen gibt's. Ein letztes Halleluja von Nikodem wird er auch brauchen. Bartelen und Mercier vor ihm. Da muss er schon den Hammer rausholen. Tut er auch. Das Manöver, was jetzt kommt, ist europameisterlich. Früh angestellt, zwängt er sich hart, aber noch fair an Mercier vorbei. Bartosz nutzt die Gelegenheit gleich mit, um dran vorbeizukommen. Das Halleluja hat geholfen, Nikodem endlich vorne, weil Bartelen einen Reifenschaden hatte. Jetzt steht dem Sieg eigentlich nichts mehr im Wege. Radek Jordak ist an Petr Bartosz vorbeigekommen und liegt auf Platz 2. Und das ist dann auch die Zieldurchfahrt. Bartelen, der einst Führende, schleppt sich noch ins Ziel und Michael Straub wird Siebter im Finale. Wahnsinn! Der dritte Europameister heute mit einem guten Anfang für die Titelverteidigung. Bartelen braucht den Abschlepper. Ein rein tschechisches Podium hatten wir am heutigen Tage auch noch nicht. Diesmal setzen wir die ganz Wilden, die Buggy 1600, an den Schluss des Berichtes. Hier fahren drei bekannte deutsche Fahrer, Markus Wiveler, Steven Laubach und Marvin Holzleitner. Geht da vielleicht etwas in Richtung deutschem Tagessieg? Die 101. Europameister aus Luxemburg, Kevin Peters, im ersten Vorlauf ausgefallen. Jetzt muss er ein Ergebnis liefern. Er muss kämpfen. Zwischenzeitlich auch mal vorne, fällt er wieder zurück. Leo Jack gewinnt, André Theuel belegt Platz 2 und Peters wird gerade noch Dritter. Im letzten Vorlauf die 110, Marvin Holzlein, der Mitte Rudi van Buren, beide schon sicher im Halbfinale. Der Sieger des ersten Vorlaufes, Thomas Christoll. Thomas Christoll, Sieger eines Vorlaufes, leider raus. Erstes Halbfinale und drei Deutsche in den ersten beiden Reihen. Holzleitner trotz 2 Jahren Pause voll im Saft, Wiveler 107 und Laubach 114 hatten je 2 Vorläufe gewonnen. Es wird ein rein deutscher Einlauf, alle drei im Finale. Mit Van Buren 125 und Crepeau 116 auch im zweiten Halbfinale 2 Doppelvorlaufsieger. Jetzt wird's aber abenteuerlich. Wie die Lemminge rauscht einer in den anderen. Nowotny hat eine doppelte gelbe Flagge missachtet und überholt. Rehstart, nur Baumgartner kann hier nicht mehr antreten. Haben Sie was gelernt? Nicht wirklich, wie wir gleich sehen werden. Nowotny ist Nutznießer, dann Crepeau und Van Buren. Nowotny fliegt später noch ab und bekommt die schwarze Flagge gezeigt. Nach eher schlaffen Vorläufen wird Bart van der Putten Zweiter hinter Damien Crepeau, Dritter dann Rudi van Buren.
Das Finale verspricht lustig zu werden. Mit Wirbeler und Holzleitner, zwei Deutsche in Reihe 1. In der Schikane Crepeau vor Wirbeler und Holzleitner. Wirbeler im Heck von Crepeau, aber der hält Stand. Dahinter mit leichtem Rückstand eine wilde Fünferhorde. Wirbeler an Crepeau vorbei. Wirbeler mit Aufhängungsschaden draußen. Schade. Teuel zeigt sich solidarisch und parkt gleich dahinter. Crepeau vorne, Holzleitner dicht dran und Kevin Peters, der Europameister, auf 3. Die Tragödienkurve vor dem Ziel. Crepeau fährt geradeaus. Holzleitner gewinnt nach 2 Jahren Rennpause. Dreher von Peters und Van der Putten und Laubach rutschen durch. Crepeau rückwärts durchs Ziel, wird noch 6. Während hinten Crepeaus Auto abtransportiert wird, steht ein fassungsloser Marvin Holzleitner auf Platz 1. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, wenn es auch noch einige Zeit dauert. Alles wird wieder aufgeräumt. Die vielen Helfer und Sportwarte sind jetzt auch ziemlich geschafft, froh, dass alles glatt ging. Nur ein paar junge Seeloer Damen haben noch Energie, hoffentlich auch fürs nächste Mal.